Hallo und herzlich willkommen in Trainsim World 2, und zwar zum Trainingsmodul der Foslo G6. Dies ist die V6 Diesellokomotive in der grau-grünen Werkslackierung. Bei der Deutschen Bahn wird diese leichte Rangier- und Streckenlokomotive aus Baureihe 650 geführt. In dieser Einführung lernen Sie, wie man die G6 vorbereit macht und die wichtigsten Bedienschritte der Fahr- und Bremssteuerung beherrscht. Steigen Sie auf. Alles klar, dann machen wir das direkt mal. Ja, heute geht's mit der Foslo G6 ein kleines Stückchen übers Gleis, und zwar hier eben das erste Mal im Trainingsmodul. Und ja, mit diesem kleinen Flitzer, mit dem kleinen, ja, dreiachsigen Flitzer, geht sie heute über den Güterbahnhof. Die Lokomotive an sich ist optisch schon mal ziemlich schön und wirklich mehr als gelungen, würde ich sagen. Wir gucken sie uns gleich von innen an, werden aber hier erstmal nach und nach die Handlungsanweisungen vom, naja, Tutor befolgen und uns dann eben, ja, in den Fahrdienst oder Rangierdienst aufmachen. Zunächst müssen wir sicherstellen, dass die Luftversorgung der Hauptluftleitung eingeschaltet ist. Öffnen Sie die Türen zum Luftgerüst und schließen Sie den Absperrhahn. Genau. So, der Absperrhahn ist hier. Der rote, der muss ja in der Simulation quer stehen. So, hier kann man mal sehr, sehr schön gucken. Auf der kleinen, ja, Liste hier an der Seite. Einmal hier die Übersicht über das gesamte Druckluftgerüst. Und dann eben hier unten nochmal mit den unterschiedlichen Bezeichnungen. Also auch hier hat man ja ziemlich viel Wert darauf gelegt, dass die Lokomotive nach, ja, größtmöglichem Simulationsumfang irgendwo dargestellt wird oder Detailumfang. So, jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir irgendwie wieder die Türchen zubekommen. Normalerweise mit einem Klick auf diese. So, jetzt klappt's auch. So, rein in den Führerstand und Türe zu. So, setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Alles klar. Das Schöne ist auch, bei den Foslo G6 Lokomotiven, ich weiß jetzt zwar nicht, ob das auch hier in der Simulation der Fall ist, aber man kann die hier so schön zusammenklappen und dann einfach hier unten drunter, ja, in den Fußbereich hineinschieben, weil die, ja, mehr oder weniger auch so ausgelegt sind, dass man hier im Führerstand etwas mehr Platz hat. Und ja, tatsächlich, wenn man den so hier unten seitlich anklickt, den Sitz, dann geht das auch. Ja, mit reinsetzen wird es natürlich dann schwierig, also unseren müssen wir hier rausziehen und mit der Taste E auf den Lokführersitz steigen. So, das ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Irgendwie soll man sich erst hinsetzen und dann, ja, laut dem Tutorial hier den Einschaltschlüssel reinstecken. Da muss man auch noch drauf achten, wenn man den Schlüssel reinstecken möchte, nicht direkt auf den Schlüsselschalter klicken, sondern hier links daneben so ein bisschen ins, ja, ins Freie. Und dann kann man mit einem Klick auf den Schlüsselschalter, während man den dann eben in die Einstellung dreht, ja, aktivieren. So, die Spitzenbeleuchtung wollen wir haben. Wir sind im Rangierdienst, also dreimal weiß bitte. Und dann den Motor starten. So. Die Lokomotive verfügt über zwei Fahrpulte. Es ist immer nur ein Fahrpult aktiv. Schalten Sie das zu verwendende Fahrpult mit einem der Fahrtrichtungstaster aktiv. Beachten Sie, dass das aktive Fahrpult und die momentan gewählte Fahrtrichtung nur gewechselt werden können, wenn die Lokomotive steht und alle 6 Bedienhebel in Mittelstellung stehen. Genau. Ja, jetzt geht's. Vorwärts fahren. Und dann können wir eigentlich gleich... Sie können das aktivierte Fahrpult mit einem erneuten Druck auf den aktiven Taster deaktivieren. Das wird benötigt, wenn Sie die Lokomotive abrüsten wollen. Zum Wechseln des Fahrpultes ist dies nicht nötig. Genau. So, was ich noch ganz gerne hätte. Na, wobei, wir sind ja eh im Rangierdienst. Diese Lokomotive verfügt über 4 verschiedene Bremssysteme. Die Zugbremse, die Lokbremse, eine Federspeicherbremse und eine hydrodynamische Bremse. Genau. Alle Bremshebel sowie der Fahr- und Bremsschalter verwenden eine Zeitsteuerung. Je länger Sie in einer Position verweilen, umso mehr verändert sich der Wert, bis das Maximum oder Minimum erreicht wurde. Okidoki. So, erstmal würde ich mich ganz gerne wieder hinsetzen, bevor ich hier anfange mit Fahren, aber das ist scheinbar jetzt nicht möglich.
im Tutorial gerade. Wir sind wirklich an die Handlungsanweisungen gebunden, die uns hier auferlegt werden. So, Zugbremse, nee, Füllstoß wollen wir nicht haben. Wir wollen nur lösen und die Lokbremse auch in die Lösestellung. So, Federspeicherbremse soll auch gelöst werden. Finden wir hier hinten. Ja, in Realität ein paar Sekunden halten und dann löst sie sich. Und in der Simulation ist es auch so. Sehr schön. So, Federspeicherbremse ist ja gelöst. Ist ja schon grün angezeigt. Ja, was wollte ich gerade noch sagen? PZB wollte ich eigentlich gerade einschalten. Brauchen wir aber ja gar nicht. Wir sind ja sowieso im Rangierdienst unterwegs. Die SIFA, ja, die könnten wir eigentlich einschalten. Ich möchte es aber heute nicht. So, warten, bis die Federspeicherbremse gelöst ist, steht jetzt da. Das dauert aber eigentlich nicht so lange. Ich glaube, da hat sich unser Tutorial jetzt gerade aufgehangen. Das ist nicht von Vorteil. Wir können jetzt auch in der Zwischenzeit nichts bedienen. Ja, es hat sich aufgehangen. Das ist natürlich wunderbar für so eine Präsentation. Wir kommen auch aus der Lokomotive nicht mehr raus. Ja, super Sache. Das ist jetzt ein bisschen schade. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder und ja, bis dahin. Zack. Um Leistung aufzuschalten und losfahren zu können, müssen Sie den Fahr- und Bremsschalter in die vorderste Position tasten und so lange halten, bis die gewünschte Leistung erreicht ist. Lassen Sie los, um die erreichte Leistung zu halten. Genau, wird so gemacht. So. Auf 15 km pro Stunde sollen wir beschleunigen. Und dann ziehen wir zurück. Ja, man sollte es ein bisschen besser machen. So. Und zwar den Leistungshebel nicht direkt in Null ziehen, sondern eben in diese Leistung verringern Stellung und dann geht man normalerweise erst in Null. Die hydrodynamische Bremse wird mit dem Fahr- und Bremsschalter bedient. Sie erleichtert das dosierte Bremsen und arbeitet nahezu verschleißfrei. Genau. Bremsen Sie nun mit der hydrodynamischen Bremse. Ziehen Sie den Fahr- und Bremsschalter ganz zurück und halten ihn fest, bis etwa 50% Bremskraft erreicht sind. Lassen Sie dann los. Ja, alles klar. Die hydrodynamische Retarderbremse wahrscheinlich. So. Wie gesagt, an dem Signal dürfen wir vorbei. Oder gesagt habe ich es noch nicht, aber wir haben eben SH1 dran. Unsere zwei weißen. Sehr schön auch, dass wir die Lokomotive mit der hydrodynamischen Bremse zum Stehen bringen können. Eine Eigenheit der Bremse der G6 ist, dass diese bei abnehmender Geschwindigkeit an Bremskraft zunimmt. Beachten Sie dies stets bei Ihrer Fahrt. Alles klar. Sehr gut. Fahren Sie nun zum angegebenen Ort und verwenden erneut die dynamische Bremse, um anzuhalten. Super. Dann machen wir das so. So, Leistung auf. Bremsen sind gelöst. Und los geht's. Ja, ich denke mal, dass es daran liegt, dass man das hydrodynamische Bremssystem bei der Lokomotive hier ein bisschen anders aufgebaut hat, weil sie eben ja, für den Rangierdienst ausgelegt ist und es daher auch ziemlich kontraproduktiv wäre, wenn sie nur bei ja, hohen Geschwindigkeiten mit guter Zugkraft oder mit guter Bremskraft entgegenwirkt. So. Also ich könnte mir gerade bei der hydrodynamischen Bremsmöglichkeit vorstellen, dass man das dann eben ja, mit gegenläufigen Hydraulikströmen gelöst hat. Oder ja, Kupplungsscheiben. Wechseln wir nun das Fahrpult, um in die andere Richtung zu fahren. Ziehen Sie die Lokbremse an und bringen Sie alle Hebel in Mittelstellung. Alles klar. So. Ja, 5 bar Bremszylinder hoch brauchen wir eigentlich nicht, um die Lokomotive festzuhalten, aber na gut. Ja, was ist das jetzt hier mit dem Führerbremsventil?
soll, wusste ich jetzt auch nicht. Wieso wird das zuerst in der Lösenstellung? Vom Fahren. Logisch. Von der Fahrstellung her. So, das ist raus. Können wir nochmal austasten hier an der Stelle. Auch wenn wir das nicht unbedingt müssen. Mit E setzen wir uns wieder auf den anderen Sitz, auf der anderen Seite. Und dann wird hier die Vorwärtsfahrt eingetastet. Zack. Zack. Füllstoß wollen wir nicht. Und auch hier drüben nicht. Gut gemacht. Kuppeln Sie nun an die Wagen in Gleis 406 an. Kontaktieren Sie zunächst den Fahrdienstleiter und erbitten um Freigabe zur Einfahrt. Alles klar, Captain. Ich finde auch diesen wunderschönen Dialekt hier toll. Das klingt so ein bisschen, ja, nach Schweizerdeutsch. Ah, sehr cool. Man kann auch den... Geil, man kann den Hörer nehmen. Dazu klickst du halt einfach das Telefon hier drüben an, hältst es quasi mit der linken Maustaste gedrückt und ja, dann kannst du quasi die Maus hin und her schieben und dadurch wird dann mehr oder weniger der Anruf zum Fahrdienstleiter simuliert. Sehr cool gemacht. Beziehungsweise Weichenwärter ist natürlich auch möglich, ne? Je nachdem eben. So, an Formation ankuppeln. Also an den Wagenzug. Mit 10 Wagen. So, V-Maximum 20. Wir sind ohne PZB unterwegs. Und können direkt an den Zug ran. Zack, die 25 haben wir auch. Leistung runter auf 0. Und dann gucken wir uns unsere schöne kleine Diesellokomotive nochmal von außen an. Ja, die G6 ist das mehr oder weniger erste Rangierfahrzeug, was von TSG, für Transimble 2, ja, auf den Markt gekommen ist. Dieser kleine Flitzer hier ist mehr oder weniger eigentlich auch eine Art Alleskönner. Und ich finde, das ist sowohl von den Fahreigenschaften als auch von der Bedienbarkeit und vom Aussehen her ein ziemlich schönes und gelungenes Fahrzeug. Es macht ziemlich viel Spaß, damit herumzufahren und eben die ein oder andere Güterrangieraufgabe lässt sich damit auch gut bewältigen. Wirklich ein sehr schönes Fahrzeug. So, wie viel Platz haben wir denn noch? Ja, noch ein bisschen aufdrücken. Oder erstmal an die Wagen überhaupt ranfahren, dann können wir aufdrücken. Ja, da waren wir schon dran. Da stoßen sich die Puffer nochmal schön ab. So, schön langsam ranrollen. Ich habe jetzt immer noch Leistung aufgeschaltet. Und boing. Das ist cool. Das hat so einen richtigen Federeffekt. So. Damit sollte sie sich nicht wegdrücken. Lokbremse ist angelegt. Wir können mit E aufstehen und das gute Stück ankuppeln. So, den Stuhl klappen wir schon mal hier ein. Wir gehen direkt auf der linken Seite raus. Denn wir haben auch jeweils nur in Fahrtrichtung links eine Tür, die wir quasi verlassen können. Und dann vielleicht noch als kleine Anmerkung. Du hast immer auf der Seite, wo der kurze Vorbau dran ist, dort hast du immer dein Luftgerüst und zwar auf der Seite von der Tür. Dadurch sollte man sich das eventuell etwas besser merken können. So, und jetzt sehe ich gerade unsere Puffer hängen hier sehr stark ineinander. Es könnte jetzt sein, dass unser Fahrzeug beim Ankuppeln ja, sehr stark weggedrückt wird. Gut. Wechseln Sie nun zurück zu Fahrpult 1 und fahren dann zum angegebenen Ort. Alles klar. Wir wechseln auf die andere Seite. Zug hängt dran. Luftdruckleitung, Hauptluftleitung ist verbunden. Ja, davon, dass die Wagen schon im richtigen Abfahrzustand sind, davon gehen wir mal aus. Also der Zug sollte seine WTU bekommen haben. Also kann ich ihn jetzt nicht aufsteigen. Gut. Die Lokomotive lässt uns hier nicht hoch, dann probieren wir es mal hier drüben. Geht auch nicht.
wieso dürfen wir denn jetzt nicht mehr in die Lokomotive einsteigen? Was stimmt denn jetzt nicht? Mag uns die kleine G6 nicht mehr, oder woran liegt das? Hä? Ich komme nicht mehr auf die Lok drauf. Also, ich muss sagen, das Szenario, dieses Trainingsszenario hier, das ist doch an einigen Stellen ziemlich verbuggt. Ja, jetzt ist sowieso noch die Frage, was hätten wir da jetzt noch groß sehen sollen bei der G6? Ich meine, ich kenne sie sowieso aus der Realität, von daher ist es jetzt hier eigentlich wenig Neues. Dann machen wir es einfach mal so. Ja, dass wir das Szenario an dieser Stelle hier enden lassen. Wie gesagt, die Grundelemente zur Bedienung der G6 sollten hier mehr oder weniger jetzt eigentlich alle enthalten gewesen sein. Wir haben gesehen, wie man die Lokomotive anmacht. Ja, ausmachen ist quasi dieselbe Prozedur. Ja, ansonsten war es das heute hier zum Trainingsmodul mit der Foslo G6. Ist übrigens als Baureihe 650 eingereiht. Dazu dann aber vielleicht nochmal mehr, was da auch die Doppelung mit dem Regio-Shuttle Stadler RS1 angeht. Aber ja, im Großen und Ganzen ein sehr schönes Fahrzeug. Wir werden auf jeden Fall damit noch ein paar Rangieraufgaben in Transom World 2 erfüllen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Allzeits gute Fahrt und eine, ja, am besten nicht verbuggte Fahrt. Und damit bis zum nächsten Mal. Mach's gut.